Ist dies der letzte Part von Let's Play Beatball? Lasst es uns herausfinden. Ah! Ein Start nach Mars. Willkommen zurück zu Let's Play Beatball. Nee, wusste ich nicht, dass da habe ich echt nicht mitgerechnet, dass da jetzt unsichtbare Blöcke mit am Start sind. Jetzt sind wir schlauer. Ja, ich denke, wir nähern uns langsam dem Ende des Spiels. Aus dem Grunde, es sollen 120 oder über 120 Level sein. So. Müssten aber schon über 110 Level geschafft haben, wenn ich mich nicht verzählt haben sollte. Ich weiß nicht, wie das Ende sich äußert, weil ich noch nie so weit gekommen bin. Die Level sind nicht schwieriger geworden. Im letzten Part allerdings habe ich schon festgestellt... Jetzt geht doch mal irgendwie ein bisschen rein. Im letzten Part habe ich durchaus festgestellt, dass man die Items nicht mehr so ohne weiteres bekommt. Und es ziemlich viele Edelstahlblöcke gab. Und gab auch einen Level, den man überhaupt nicht, wo man überhaupt keine Items bekommen konnte. Der Ice Age Level, der zweite. Ich habe schon mal einen Level, der hieß Ice Age. Da gab es nur Eisblöcke. So, da sind wir drin im Schinken. Ein grüner, das kann nur was Gutes sein. Perfekt, den wollte ich. Demolition Ball in Ehren, aber hier empfiehlt sich echt der Blast Ball bis zum Abwinken. Level complete. Übrigens habe ich auch die, was? Final? Sag mir nicht, das ist der letzte Level. Wo? Ach, da sind normale Blöcke. Final, da steht Final. Übrigens habe ich auch im letzten Part dann die... Oh, was Grünes? Demolition. Könnte geschenkt sein. Habe ich die Musik wieder angestellt? Ah, ich habe aber schon ein bisschen frei gemacht. Das ist gut, das ist gut. Die Ingame-Musik. Nicht mehr spezifisch mit meinen Soundtracks, sondern vom Spiel aus wieder, weil wir auch nicht unterschlagen wollen, dass Beatball einfach nur dazu gut war, die Soundtracks von Infensia.com anzuwerben. Gut, leider habe ich zwar... ja, da oben sind noch blaue Blöcke. Die könnten uns auch Items geben. Mal gucken. Wir können sowieso nicht viel tun. Der Demolition Ball war hier nur kurz am Start. Vielleicht ist es auch besser so. Wenn da wirklich Final steht, dann denke ich auf jeden Fall schon, dass es der letzte Level ist. Habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass wir nur zwei Level im letzten Part haben, aber... Es scheint so zu sein. Es kommt davon, wenn ich nicht weiß, dann hätte ich es natürlich besser verteilt. Aber erstmal gucken. Erstmal gucken, was noch passiert und packen müssen wir das auch erstmal. Ich fände es aber einem letzten Level würdig. Es ist nicht so einfach, aber trotzdem noch normal und okay. Schade. Hätte ich da jetzt einen Blastball bekommen, hätte ich das noch mehr gefeiert, weil man... Die Bälle kommen hier nicht so einfach raus. Versteht ihr? Das ist die Sache. Und wenn ich hier kein Item mehr bekomme, könnte ich über einen Neustart nachdenken. Oben sind noch drei. Und um da reinzukommen, wäre es am besten diese... Ja, aber man kann da kaum Einfluss drauf nehmen. In dem Level. Also ihr seht da, die im Inneren, die sind beschützt durch zwei Silberblöcke. Irgendwie kommt der Ball da kaum dran. Das Finale müssen wir auch erstmal schaffen. Guck, der berührt die Silberblöcke gar nicht. Jetzt, juhu. Aber trotzdem, du kommst ja nicht ohne weiteres rein. Das ist ein kleines bisschen, ne, Labyrinth-Style. Oder sagen wir einfach, es verbindet alle Elemente, die wir bisher gesehen haben, zu einem Level, der Beatball zusammenfasst. Oder es zumindest versucht. Da ist wirklich alles drin. Moverblöcke, unsichtbare. Was fehlt, sind Eisblöcke. Die habe ich hier nicht gesehen. Aber auch den coolen Space-Hintergrund. Hintergrund. In the crown and the hood. Ja, da landest du öfter drauf. Ist klar, ist klar. So, die sind jetzt auf. Schade, dass wir keine Items bekommen haben. Aber sag niemals nie, da gibt es ja auch noch... Der Demolition Ball hat ja da rechts so ein bisschen was frei gemacht, also...
Jedenfalls kein Itemglück hier. Aber okay, letztes Level, wenn es wirklich so ist, nehme ich das so hin. Er ist drin gewesen. Aber bringt dennoch noch kein Item. Double Ball. Das ist gut, weil die kommen, ihr seht's, die kommen nicht wirklich raus. Die kommen nicht wirklich raus. Jetzt kommen bestimmt gleich alle beide auf einmal raus. Runter zu mir. Das wäre typisch. Na, kein Item? Hm? Na, der kommt jetzt raus. Ja, das ist abgehakt, das ist abgehakt. Wenn ihr jetzt noch in den linken Bunker könntet, das fände ich ganz gediegen. Das würde ich feiern. Aber irgendwie fehlt mir der Glaube. Ich werde auch immer schneller und ich habe nur noch ein Leben. Ach, nee. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wird nichts. Aber ich probiere es. Ja, da wäre fast drin gewesen. Seht ihr, weg ist er. Und wenn der andere so kommt, dann... Nee. Nee. Also ist der letzte Level durchaus doch mal gewollt noch ein bisschen strammer. Aber nicht so schlimm. Nicht schlimm. Ich hab den zwar, aber ich krieg den jetzt nicht mehr raus. So. Ja, gut. Probieren wir es. Das wäre auch der Hit, wenn ich das jetzt mit diesem Versuch schaffen würde. Aber nee, der wird immer schneller. Ah, da ist was Grünes. Blast Ball! Das schöpft Hoffnung. Und man muss sagen, die Bälle sind mir viel zu schnell. Wenn die jetzt langsam aber sicher die Biege machen... Nee. Ja, da war einer drin, da ist noch einer drin. Ich glaube, die schaffen das. Ein Hoch auf den Blastball. Das wäre auch geil, wenn wir in diesem letzten Level, mit diesem Versuch... Wir hatten den Demolition Ball, der hat ein bisschen was gemacht und der Blastball macht sich ja auch wieder nützlich. Ja. Die müssen da drin landen. Ich kann die kaum noch steuern. Die sind mir einfach zu... fast unterwegs. Gut, ich habe den einen Ball wieder rein boxieren können. Das ist was. Komm schon. Rein da. Wenn ihr erstmal drin seid, ihr habt kaum noch Hindernisse. Schade. Waren es nur noch zwei. Einer. Bist du der ultimative Ball? Das sieht gut aus! Die letzten 8 Blöcke des Spiels. Womöglich. Das sieht gut aus. Naja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Es sind ja jetzt nur 2 Level, glaube ich, in diesem Part. Ich bin immer noch sehr pessimistisch. Ich glaube eher, die Wahrscheinlichkeit, dass er rausmacht zu mir, dass ich den halten muss, ist höher, als dass er da reinjumpt. Vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Item-Glück. Also jetzt... Final. Das heißt auch wirklich Final. Das muss so sein. Das ist so. Final. Ja. Also die größte Hoffnung an Items besteht aus diesen hellroten Blöcken. Die da. Ja, gut. Sind ein bisschen beschützt, aber... Wir hatten den Demolition Ball. Hätte ich mal lieber gehalten. Leichter gesagt als getan manchmal. Der Level ist insofern interessant, man kann ja kaum was machen. So schnell verschwinden die Bälle nicht mehr. Wir genießen es einfach. Weil ich fürchte, wir haben noch Zeit. Ja, der Level ist schon zeitaufwendig, der letzte. Wenn das der letzte Level ist. Ich sag's immer wieder dazu, man weiß es einfach nicht. Kommt jetzt irgendwie so, Bonus, YOLO. Interessant. Habe ich es doch so weit gebracht in meinem Leben. Ja, wenn das Level so zeitaufwendig ist, dann ist es gut, dass wir noch Zeit hatten. Dass der nicht ja eher im letzten Part quasi nach 30 Minuten noch gekommen ist, dann hätte ich gesagt, oh, der letzte Level, das machen wir durch. Und dann wäre das ein übelst langer Part geworden. Aber so ist dann doch alles gut gekommen. Ah, da aufmachen ist super.
definitiv das Schwierigste. Blöd nur das... Oh, was Grünes? Es ist... Last Ball. Ist okay. Und wieder sonst keine Items. Ihr müsst da rein, Jungs. Ich kann die kaum retten. Ah, einer ist drin. Hier gibt es... Explosion. Na gut. Demolition, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Räum auf. Wir haben's. Ich glaube, damit ist es wirklich geschafft. Der Demolition Ball, macht so viel weg gerade, dass es jetzt nur noch ein Klacks für den Rest. Da hauen damit auch viele Bälle ab. Aber das war's. Die Gans, die hat noch gefehlt, aber der letzte. Der letzte Block. Ich möchte ihn gerne mit dem gelben wegmachen. Die Ehre habe ich noch nicht mal. Und jetzt? Was geschieht? Congratulations! You have complete all levels. Don't forget to visit www.imfernseher.com for free music and any other possible game projects. Danke für dieses Spiel. Game over. Ich finde es immer so hart, wenn da Game Over steht. Game Over ist ja an für sich nichts Schlechtes. Es wird nur immer mit was Schlechtem in Verbindung gebracht. Das waren jetzt auch die meisten Punkte. Ja, ich habe ja meistens auch überhaupt nichts eingegeben. Ich glaube, das war's. Freunde, ich glaube, das war's. Da nochmal alle Levelnamen. Ja, so habe ich mir das Ende ehrlich gesagt vorgestellt. Wirklich. Ganz im Ernst. Einfach ein Bildschirm, wo was steht. Jetzt haben wir natürlich einen ziemlich kurzen Part, aber ihr müsst es mir nachsehen. Ich wusste halt einfach nicht, wie das laufen soll. Am besten jetzt nochmal das Labyrinth schaffen, oder? Könnt ihr knicken. Könnt ihr echt vergessen. Das war der erste Level. Damit hat alles angefangen. Freunde, das ist der letzte Part von Let's Play Beatball und das Game ist durchgespielt. Ich kann es natürlich als 100% bezeichnen, weil mehr gibt's nicht zu erreichen hier. Ich freue mich, dass dieses Indie-Titelchen mich zu so vielen unterhaltsamen Stunden gebracht hat. Ich habe versucht, dem Spiel damit etwas zurückzugeben. Jetzt, wo ich eine gewisse Reichweite habe als Let's Player, einfach vielen Leuten das Spiel näher zu bringen. Und das habe ich getan. Und es kam noch nicht mal schlecht an bei euch. Und das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich habe viel Spaß mit Let's Play Beatball gehabt. Mit allem drum und dran. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich werde auch weiterhin Let's Plays bringen, die vielleicht unkonventionell sind. Aber kein Breakout-Klon mehr. Beatball 2 habe ich gesagt, ich mag es nicht so. Vielleicht einfach nur, weil ich mit Beatball 1 viel mehr verbinde. Davon abgesehen ist Beatball 2 ja kostenpflichtig meines Wissens. Ja. Hat Spaß gemacht. Viele unterschiedliche Level. Es wurde ausreichend, sag ich mal, ich habe ausreichend Tribut gezollt. Ich bin weitergekommen als noch nie zuvor. Weil ich nach Labyrinth irgendwie dann irgendwann auch keinen Bock mehr hatte. Ich habe lieber die alten Level, die ersten Level, immer und immer wieder gespielt. Freut mich, dass ihr auch Spaß hattet mit dem Let's Play. Manche von euch, klar, es war nicht jedermanns Sache, das ist völlig verständlich. Aber es war mal was anderes und ehrlich gesagt, bin ich ganz froh, es probiert zu haben und endlich auch Let's Play zu haben, weil ich hatte es lange, lange, lange vor. Ihr habt mir gezeigt, es ist nichts Falsches daran, nicht immer nur AAA-Titel zu spielen. So, dann genug der Worte. Den Level werde ich mit euch nochmal spielen, den zweiten. Oder eigentlich nur den ersten spielen, aber den hatte ich ruckzuck schon fertig. Herrlich. Und herrlicher Soundtrack. Den Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr es auch downloaden und ja. Das wäre alles, was es von meiner Seite zu sagen gibt. Und die Beatball-Hater, die werden sich jetzt freuen. Ein bisschen mehr Sendeplatz ist wieder frei. Aber erstmal ist kein neues Projekt, glaube ich, geplant.
weil damit die anderen Projekte ein bisschen häufiger kommen und man nicht immer so lange auf Let's Play sonst was warten muss, ja, wird es etwas mehr Sendezeit für die anderen geben, statt dass jetzt Neues einfach so startet. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Jetzt will ich natürlich den Level ganz kurz beenden und dann kommt nichts mehr, ne? Ihr seid mir typisch, nur small. Splitball, Achtung, das mache ich wie folgt. Jo, das sollte klar gehen. Ein Stück Kindheit wurde erfolgreich abgehandelt. Und zwar ein Stück Kindheit, das ich, das kaum einer von euch vorher gekannt haben sollte. In der Form. Jetzt ist aber gut. Danke fürs Ansehen. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Das waren alle Level von Let's Play Beatball. Verpackt in 16 Parts. Und ich habe noch nie so eine lange Abmoderation gemacht. Weil ich den Level einfach kurz noch beenden will. Nennt es Ehrgeiz. Guckt die Gans und tschüss. Danke fürs Ansehen. Bis... Alter, ich bin noch draufgegangen. Man! Bis dann und... Ist doch nicht die Möglichkeit. Bis dann und... Ich sack hier zusammen auf meinem Stuhl. Bis dann und... Ciao!